größtenteils dort so, wie es sein sollte. Überall dort, wo wir Wege haben, wo wir Fichtenplantagen haben und wo wir Kahlschläge haben, da hat Greenpeace auch ein schönes Gutachten dazu gemacht, dort ist Wasser beschleunigt abgeführt worden. Und das ist nämlich genau der Punkt. Wald kann Hochwasser nicht verhindern, aber Wald kann den Wasserabfluss extrem bremsen. Warum? Es ist, weil Wald von Natur aus ein großes Interesse hat, das Wasser zu halten. Zum Beispiel jetzt, wir schlittern ja gerade wieder in eine Dürre rein, um das Wasser zu speichern für Dürrezeiten, gar nicht um uns die Flut vom Hals zu halten. Also ich glaube, Bäume würden nicht an uns denken, selbst wenn sie es könnten. Aber um das festzuhalten für trockene Sommer. Also Wälder bremsen und lassen das sehr langsam ab. Und selbst wenn Wald nur, sagen wir mal, 50 oder 100 Zentimeter weniger Hochwasser bedeutet,